Handelsposten bekämpfen mit Waffen und dann Leute töten. Alter. Ich hatte gerade einen Lag, ja. Und ja, dann, mein Auto ist im Arsch. Im Ernst? Ich bin explodiert und gestorben. Jawohl. So läuft das hier. Chris wurde getötet. Alter. Wie geil ist das denn? Nicht mal geplant und so startet die Aufnahme. Hammergeil, Alter. Ich hatte einen Leak. Ich hatte gerade wirklich... Ja, Christian, du musst auch Sicherheitsabstand halten, ne? Ja, habe ich. 50 Meter. kann ja nicht vorausdenken, dass du mal so einen 5-Sekunden-Lag hast und plötzlich in mir drin bist. Ja, toll. Jetzt liegt ja das Kupferfleisch... Kupferfleisch, ja genau, das Kupfer am Boden. Oh mein Gott, da musste ich jetzt aber mal ganz schnell die Aufnahmetaste drücken. Wir warten auf Hardy. Christian, was ist dir denn gerade passiert? Ich würde den jetzt einfach ignorieren. Ohne Spaß, ich würde Peter einfach ignorieren. Ja, ich bin gestorben. Ich bin plattgefahren. Ja, Peter, von meinem alter Ego. Ja, Peter muss einfach nur noch seine Kompensation von gestern von Hexhit machen. Kannst du aufhören, mir einen Rucksack zu gucken? Was soll das denn? Was ist das für ein Ordnungsamt? Cool. Ich guck dir auch nicht in den Rucksack und nehme was raus. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo der mich plattgefahren hat? Das ist mein Koks, ja? So, Sir Long Dong, darf ich ihn mal in den, sollen wir auch so Assis zu den Polizisten sein, wie die Typen hier? Nein, dürfen sie nicht. Oh, Spaß, du weißt, Bro, jetzt geh mich auf die Eier, ich will gar nicht zuhören. Dreht sich am Boden jetzt in dem Kreis. Darf ich ihn nur gucken? Nein, dürfen sie nicht. Dreht. Das ist ein Meter. Genau, jetzt läufst du dahin. Okay. Und da treffen wir uns nämlich. Okay, alles klar. Der Typ hier hat gerade von der Polizei gesagt bekommen, ey, hören Sie mal auf zu hupen und so. Ist der weggefahren, hat erstmal weiter gehupt. Lol, was macht der denn hier? Der Hade wurde von Hewing getötet, Verbündetenbeschuss. Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, ob das nur bei mir so ist, weil bei mir buggt das Auto sowas von... Okay, jetzt ist es in der Wand drin, jetzt sind wir ungefähr 300 Meter in der Luft. Und jetzt sind wir... Alter, ohne Spaß, ohne Witz. Ich sehe nicht, dass wir fahren. Also bei mir wechselt... Okay, jetzt fliegen wir übers Meer. Hammer geil. Ja, das ist das Spiel. Wir fliegen nämlich gerade in Wahrheit auch wirklich übers Meer. Okay, und jetzt sind wir in einem Haus drin. Also jetzt sind wir am Strand. Bei mir sehe ich ganz normal, wie wir fahren. Echt? Mann. Bei mir buggt das so krass. Hardy, lädst du gerade vielleicht noch Kram hoch oder was? Nee, gar nicht. Okay. Toll. In der Tat. Also in der Tat. Ihnen vier jetzt auch viel Spaß beim Spielen. Und viel Spaß am Fahren. Dankeschön, Herr Officer. Der Polizeirat. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt komm, steig ein, du Lutscher. Du musst verstehen, in jeder Gangsterbande gibt es immer so einen Degenerierten, der voll brutal ist. So und das bin ich jetzt. Und da kann dann ohne Spaß, Leute, lass mal kurz sagen, wenn wir erwischt werden, dann schieben wir alles Hardy in die Schuhe, okay? Ey, ihr seid voll Arschlöcher. Das hättest du aber gar nicht absprechen müssen, Peter. Das wäre eigentlich schon vorne. Okay. Der wird gerade wegen rechts vor links angehalten. Willst du mich verarschen? So, Leute. Es ist nicht so einfach, an Waffen zu kommen. Peter hat nur eine Waffenlizenz. Auch in den ja, Zusammenschlagen, genau. Also so Stiefelkreis kann man nicht machen. Du weißt schon, dass der einen MG hat, also. Ja, ich meine, wenn wir zu 14 oder so, ich meine, dann wird halt einer dran glauben, aber in dem Moment haut dem anderen einer voll über die Rübe oder so. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Okay. Ja, hätte ja sein können. Konto abgezogen. Ach so. Oder fragt da jemand. Jemand Peter hat einen Abgang gemacht, hast du gesehen? Ja! Das sah ganz schön abgefahren aus. Ich lebe noch! Alles cool! Boah, Per, du hast voll geilen Stuff in deiner Karre, die darf jetzt nicht kaputt gehen. Ja, ich gebe alles. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel geben. Ja, die Bäume sind hier nicht auffällig fahren. Ein bisschen nah. Ja, aber das ist nicht auffällig fahren, nicht, Alter. Wir sind nicht auffällig, wir kommen ja, von drei mit drei Autos. Weißt du, der hat ganz viel Koks, du hast Koks, aber die Karre stinkt, ey. Da kannst du einfach. Nee, ich hab keinen Koks. Ich sag dem Bull gleich einfach, ich hab nur um den Anhalter gebeten. Ich durfte mich hinten auf die Ladefläche setzen. Du hast doch drei Koks in deinem Inventar. Nee, die hab ich dir doch gegeben, du Bongo. Lol. Die hab ich dir doch zurückgegeben. Ach, reines Koks. Oh. Ja, Das hab ich auf der Ladefläche gefunden. Ich dachte, das wäre guter Zucker gewesen, sag ich dem einfach.
Du hast es auf den Boden gelegt. Du bist natürlich Premium. Oh. Kannst jetzt nicht mehr aufsammeln. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Du musst da nicht einfach nur drauf gucken und dann geht das? Was? Der merkt gleich erstmal, wie geil man wie schwammig sich die Autos steuern und schmeißt selbst das Fahrgefühl für den Grid ist dagegen der reinste Himmel. Ja, das stimmt allerdings. Das ist echt nicht so einfach. Dann call dann nicht. Wo seid ihr? Ich bin der Weiße, der neben der Polizeiwagen gerade geparkt hat. Nein, neben der Polizeiwagen. Aussteigen bitte. Hier, wo ich gehe. Jawohl. LOL! LOL! What the fuck? Alter! Das war ein Polizist. Oder? War das ein Polizeiauto nicht, der da reingeheizt ist? Ich hab keine Alter. Ahnung. Alter! Und ich weiß, das ist wie so ein Kumpel. Mein Auto! Wo seid denn ihr? Ja, jetzt rennt er weg! Jetzt rennt er weg! Bleiben Sie stehen! Verpiss dich, du scheiß Bulle! So. Komm! Setzen Sie sich nur einmal vor meinem Polizeiauto, wird diesen Bußgeld nach sich ziehen. Spaß, ich klaue mir jetzt den Dietrich. Das habe ich jetzt nicht gehört. Setzen Sie sich noch einmal vor meinem Polizeiauto, dann wird das ein Bußgeld nach sich ziehen. Warte mal, ich muss noch mal kurz Garage. Die Polizisten anrülpsen. Ah ja, das ist eine gute Idee. Warte, ich muss den nochmal anrülpsen. Drive-by-Rülpsing hier, oder was? Ich glaube, der fand das nicht so witzig. Kann ich gar nicht verstehen. Der guckt mich gerade so an. Oh, ich glaube, das gibt jetzt Ärger. Ich musste nur ein Bäuerchen machen. Tut mir furchtbar leid, Herr Officer. Boah, Peter, du hast aber eine steile Karriere hingelegt, ey. Von Äpfelfahren bis zum fetten Gucker. Ja, Sigi, Junge. Bis zum Gucker. Du hast auch eine steile Karriere hingelegt. Du hast aber gejoint 120.000 kassiert. Für einmal Miauen. Good job. Wenn das auch im Real Life so wäre, das wäre noch geiler. Ja. Dann würdest du das hauptberuflich machen, ne? Ja, auf jeden Fall, Junge. Erstmal O2 Arena ausgebucht. 5-mal ins Mikro miauen, ey. War geil. Alle klatschen, du gehst wieder. Ja, verbeugen nicht vergessen. 150.000 Euro eingenommen. Was, verbeugen? 120. Kostet aber extra viel. 120. Ja, vor allen Dingen für noch ein bisschen extra rüpfst du einmal in Popschuss und schnüffelst dran. Hab ich schon vor lange nicht mehr gemacht. Weißt du, noch ein Glas um. Peter, hast du das gestern Abend beim Betteln erst noch gemacht? Ja. Riecht nach nix. Ah. Hast du heute keinen Osaf getrunken? Ist gut. Peter, hörst du den Heli noch? Nee. Alter! Die sind explodiert, ich hab das gehört. Die Explosion gehört. Komm mal eben rechts ran. Alter Bram, was ist da gerade bitte passiert? Ich hab nur die Leitplanke gestriffen, wir waren orange und dann also waren halt die Reifen kaputt. Bist du irgendwie voll gegen den Strommasten geballert. Wir standen auf der Brücke. Ihr steht auf der Brücke an der Leitplanke. Verliert man eigentlich auch sein Bargeld, wenn man stirbt? Ja. Später erstmal. War das hier? Der fliegt weiter, oder? Weiß ich nicht genau. Ich spiel auch keine Rolle. Der fliegt echt weiter! Oh, nice. Ich hab gerade alles weggeworfen! Ohne Scheiße, ich könnte dem Typen ja mal zurückschreiben, von wegen, gegeben Sie Ihre letzte Position durch, dann kann ich einfach sagen, ich liege gerade auf deiner Mutti. Oder du schreibst den gleichen Text zurück. Bitte geben Sie Ihre derzeitige Position durch, Polizei, over. Ich möchte auf jeden Fall mal irgendeinen Kopf mal richtig anschwulen. So richtig so, hallo Herr Officer, sind aber ein straber Junge. Sie dürfen mich gerne durchsuchen, Sie dürfen mich gerne mal eine Runde antatschen. Sie dürfen mir auch gerne den Schritt untersuchen, wenn Sie möchten. Kann ich das also? Ihnen an die Eier packen? Das habe ich gerne. Sie sind mir aber ein schlimmer Junge. Was sagt er? Sie werden nervös, wenn wir die jetzt umrunden und einkreisen. Ah, da haben Sie was dagegen, wenn ich Sie das suche. Natürlich nicht. Ja, komm, da kommt ein fetter Laster. Da kommen zwei LKWs. Die drehen direkt um. Ich würde sagen, die LKWs. Die hauen direkt ab, wir sollten besser die durchsuchen.
ohne Scheiß. Ey, ich bin doch gefesselt, oder? Wir können doch jetzt nicht abhauen! Ey, ihr müsst mich doch losmachen! Ihr könnt mich doch jetzt hier nicht gefesselt zurücklassen! Du stehst doch drauf, Artig, geh mit doch zurück. Du lässt dann davon. Ja, wir kommen wieder irgendwann. Leute, bei mir ist der Soldat der eine Typ weggeflogen. Der so bescheuert durch die Gegend. Der Soldat ist nicht weg, aber das Ding ist doch am Boden. It needs me, ey. Ja, I must go, Junge. Ja, toll, ich hab jetzt hier noch, oder was? What the fuck, was machst du da und lässt mir ein? Das sieht zumindest so aus. Natürlich, der eine von euch kennt ihn, weil der eine von euch versucht, mich abzulenken. Was? Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Hammer gelogen, Junge. Ich bin nur hier, um die heimische Insektenflora zu erkunden. Boah, ein seltenes Exemplar des langfingerigen Flüglers. Dieses Exemplar hat es hier seit 50 Jahren nicht gegeben. Faszinierend. Oh, da an deinem Reifen ein gelb gepunkteter Langschneckenfliegler. Hilf mich von meiner Karre. Da kommt der Zunder, der kommt schon wieder. Sie wollen doch nur die Forschung. Der hat Peter. Was? Peter, bleib da stehen. Jawoll. Ich fühle mich nicht schuldig. Also, ja, ich habe mir die Texturen angeguckt, weil die so schön sind. Aber ich hatte... Die Texturen auch von innen zu sehen? Nein, das war nicht meine Absicht. Wieso haben Sie denn dieses Buch bei sich dabei? Was für ein Buch? Na, Anfänger, Autos knacken für Anfänger. Also jetzt wird mir ja aber, also ich, nee, Leute, so läuft das hier aber nicht. Dann kannst du die Sache ja im Auge behalten. Ja, mach ich. Der Fahrlizenzhändler ist ja direkt hier vorne. Hast du gerade Hitler gesagt? Was? Hab ich gehört, der Fahrlizenzhändler. Händler. Ja. Ich sitz drin, ich fahr weg. Hatte mich nur interessiert. Aber na cool, vielen Dank, dann weiß ich Bescheid, dann und geh ich in tschüss. Kürkos. In Kürkos geh ich mir mal die Preise angucken. Ach, nicht so laut. Nicht so laut. Moment, dann geh ich mir in Kürkos mal die Preise angucken. Ja, ich bin weg. Ich fahr jetzt einfach mal zurück in die Stadt, ja? Oder ich drehe irgendwo, keine Ahnung. Wir treffen uns in der Stadt, würde ich sagen. Mhm. Okay, perfekt, vielen Dank. Hammer, dann brauchen wir noch mehr Geld. Ciao. Ja! Jawohl, Junge! Ich hab ein neues Auto. Beim letzten Dietrich hat's funktioniert, ja. Ey. Abschließen, abfahren. Und zack ist die Karre weg. Geil. Und wir fahren mal über die Seite raus, wa? Wer mich jetzt anhält, kann auch nichts sagen, weil ich alle Dietriche verbraucht habe. Wohin fahren wir denn jetzt? Ah, doch. Was haben die? Wo seid ihr? Hinter dir, der rot hinter dir. Okay, hammer nice. Welche Schnee hast du gerade meine? Ja, das war Pigo. War der das? Ja. Gerade ein paar Fragen bei mir. Jetzt sagt der Vortex, oh, ja, aber wer war bei mir genauso? Ja, irgendwie so weit kommt er jetzt. Eine Runde Mitleid. Das ist Leifen, Alter. Oh mein Gott, war das eine mega geile Aktion. Da werde ich mir heute Abend im Bett auf jeden Fall einen drauf runterholen. ich kann mich noch anders. Was hat er nochmal gesagt? So, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Oder was hat er nochmal gesagt? So, was soll denn das jetzt? Und vor allem die Bremse so, ey, da klaut einer deinen Wagen. Leute gibt's, ey. Leute gibt's, ja, ohne Scheiß. Ich muss die Karre erstmal aufschauen. Du musst mal den Motor ausmachen, du bist voll laut, Alter. Ja, hup doch noch! Ach, ups.
Kann ich jetzt hier sind nicht? Wir. Warte mal. Ja, echt noch. Okay, Ding. Ja, scheiß drauf, Alter. Ich hab jetzt hier so einen fetten LKW, Junge. Das war, ich hab mir die Arschritze voll geschwitzt, Junge. Das müssen wir jetzt auch ausnutzen. Ja, weißt du, ohne Spaß. Als wenn ich da nicht mehr geschwitzt hätte, die ganze Zeit so ruhig zu bleiben, voll zu labern. Ich hab vom Balkon gejumpt. Ja, aber was soll ich sagen? Die Kokainpreise sind so ein Killer gegangen. Ja, Alter, ey, du musst mir auch sagen, dass du links abbiegst. Ich hab gesagt, hier müssen wir sofort links. Okay. What the fuck? Du musst mir so sagen. Aussteigen. Ja, warte. Ich habe 260.299. Ja, die paar Pennies kannst du behalten. Ja, okay, die paar Pennies kannst du echt behalten. 75.500. 500? Okay. Ich wurde umgefahren. LOL! Der hat dich voll mitgenommen. Abziehen hier von der wegen. Der spielt ja keine Rolle mit der Gruppe. Aber den Vorteil ist ja natürlich auch hier. So. Guck mal, der 3D-Radar da jetzt. Doch, ja, haben wir stimmt. Jetzt PS vor uns, vor unseren Namen. Nee, Moment, ja, aber das spielt ja keine Rolle, die Leute werden ja trotzdem einzeln. Guck mal, Peter zieht voll frustriert einfach mal ab. Ah, das stimmt gar nicht. Ich stehe doch hier neben euch. Ich finde aber super, dass jetzt die Kontakte mal angesagt werden. Ey, mein Auto ist weg. Ja, das hat sich gerade geklaut, du Vollidiot, der ist damit weggefahren. Lol. Deswegen habe ich gedacht, du wärst abgehauen. Ja, voll. Dann heißt... Du bist so ein Lutscher, ohne Spaß. Aber das war ja eh nicht unser Auto. Ja, nee, gut, okay, aber der wäre jetzt eh despawned. Das heißt, unterm Strich, ja, haben wir es geschafft, 3,5 Millionen Autos zu klauen, haben die Mega-Fuhre mit Koks gefahren. Ja, und, ja, und jetzt bleiben wir hier und kriegen jeder 12.000. Ja. Und der bestohlene Wagen wird auch noch geklaut, ey. Ohne Spaß, wir sind... besser hingekriegt, ohne Witz, eigentlich wollte ich sagen, wir sind die absolut geilsten Verbrecher auf der Welt. Und jetzt lassen wir uns am Ende so noch abficken, ey. Weißt du, was? Der letzte Meter, der letzte halbe Meter. Da ist ja, aber ist ein Klick wert gewesen, um mindestens 75.000 zu saven. Ein Klick! Ich wollte gerade klicken, aber nein, direkt weggeballert. Jetzt steht der Wagen da. Ja, okay, bei mir auch. Der Motor ist sogar aus. Da steht ein dicker LKW. Jetzt bin ich im Boden versunken. Alter! Da ist der LKW hochgegangen. An der Tanke, what the... Ja, ich keine Ahnung, ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir sind. Bei mir sind wir irgendwie über den Sternen oder so. Ja, da sind wir gerade. Das Schlimme ist, wenn du so wenig Leben hast, das geht einem voll auf die Eier, dass die ganze Zeit der Bildschirm so rot wird. Alter, Peter, so jetzt entspann dich mal wieder. Das ist eine Simulation, ja? Das ist doch normal. Das ist doch im echten Leben auch, wenn du dich verletzt. Willst du mir jetzt auf den Sack gehen damit, oder was? Moment, wer kommt denn da angerannt? Deine Mutter. Alles klar. Wie kommst du darauf? Sitzt du eigentlich hinten im Auto drin, Hardy? Ja. Guckst du mit bei den Movement Controls? Ja. Ich weiß, dass das gelogen ist. Boah, ich glaube, ich muss das Loch von dem Nuckelding noch ein bisschen größer machen. Kommt nicht genug raus, oder was? Kommt nicht allzu viel raus, ja? Musst du kräftiger ziehen, Junge. Ah, der hast du auch die Plastikabdeckung darunter abgemacht. Da gibt es keine Plastikabdeckung drunter. Also ich muss das Löchlein auf jeden Fall noch größer machen, das funktioniert so noch nicht. Ja, ist halt so. Schade. Aber Hardy, da ist ein Sinn hinter, und zwar der Löchlein ist auch so klein, damit wenn das umnockst, ja, damit nichts rausfließt. Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich da dran sauge, wenn den Nippeln von einer Mami, ey, aber da nichts rauskommt. Ja, ein bisschen was kommt doch, oder? Ja, aber das reicht mir ja nicht. Du sollst ja auch Wodka nicht literweise trinken. Da ist jetzt gerade Mezzomix drin. So. Ach, da ist Flutschi. Ja. Ja, lauf mal vor. Ich lauf hinterher. Ja, ich weiß jetzt allerdings nicht, wo der Drogendealer ist, aber... Boah, Hardy, ey. Ja, was denn, ey? Ich kann ja nur auf eine Sache den scheiß Pott legen. Der hat mich K.O. geschlagen, als ich in den Wagen eingestiegen bin. Oh nein, der kriegt mich... Lol, jetzt bin ich tot. Ich hab dem Typen 142.000 abgenommen. Renn! Und hat er mich wieder kaputt gemacht. Nein! Ah, guck mal, was hinter uns fährt. Alter, gib Gas. Alter, what the fuck? Was ist das für ein krankes Teil? Das sind die Typen, das sind die Typen!
Hau rein, Junge! Die haben gesagt, aussteigen! Die sind hinter uns her, Junge! Fahr! Ich geb Gas! Alter, aussteigen, haben sie gesagt! Ja, ja, warte, die sollen zuerst aussteigen. Ihr könnt unsere Nippel lutschen, Junge! Das hat man nicht. Ja. Hey, du hast auf der geraden Fläche wissen, was hab ich? Du hast ja, auf ich dem weiß. Server, du hast auf dem Server den gesch. Oh oh! Alter Junge! Wir müssen fliehen, wir müssen fliehen. Wir müssen rennen. What the fuck? Jetzt warte! Eben! Was? Panisch, der schreit! Stehen bleiben! Ich hab mir die Karre geklaut! Deine Karre ist weg, Junge! Deine Karre ist weg! Deine Karre ist weg! Nice, Bram! Sehr schön! Ja, nimm die 1300! Deine Karre ist weg, du Mongo, ey! Ich hab dir die Karre abgezogen! Die ist ausgestiegen! Ich hab gesehen, dass er nicht angehalten hat! Ja, schade um eure Karre! Ist natürlich Pech jetzt, wa? Die ist weg! Und die werdet ihr nie wiedersehen! Boah, der hält voll viel aus, Ash. Nein, wir sind kaputt! Oh, nee. Hast du abgeschlossen? Oh, ja. Und? Ah. LOL! Hey! LOL! Ja, was machst du mit der Karre, wa? Ja, Serverbann, wir kommen. Ja, da kommt fast schon der Hubschrauber. Das war fail. Das war wieder gedauert hat. Ja, wo ist der Name? Kavala? Moment, der hat halt gerade in den Chat geschrieben, dass wir mit dem Hunter dann überfallen wollten. Dass, wenn wir Glück haben, checkt der andere jetzt, dass das sein Hunter war. Muss Moment Kavala, ja, weg vom. Ja, ohne Spaß, irgendwie rechts auf der Map, da spielen nur die Big Jungs, ey. Jo, sorry. Du hast jetzt gerade eben. Du redest im Side-Channel. Was? Du redest in meinem Server-Channel. Boah. Na, jetzt ist wieder das Spiel schuld, wa? So, nee, ich hab irgendwie gerade ne. Na gut, dann respawn. Pop. Ich glaube, hier kann man sich die Fahrzeuge holen, wenn man erstmal Rebelle ist. Ja, geil. Das sieht ziemlich krass aus, wie du gerade gestorben bist. Als wenn der Bram 3 Schüsse in den Rücken gekriegt hat, ey. Die Kurzfassung. Die Kurzfassung ist, wir hätten was sagen sollen. Wir hätten nicht einfach schießen sollen, ohne was zu sagen. Ach so, da ist Pech. Es gab eine Erinnerung. Natürlich gut, dass du schon wieder am Essen bist in der Aufnahme. Ja, das stimmt allerdings. Achso, ich dachte, wir fahren noch. Wo fahren wir denn jetzt sofort am besten hin? Boden. Wer hat gesagt, sofort auf den Boden? Christian. Alter, spürst du? Ja, wie der sich bewegt, der geht über mir. Oh, 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 oh! Muss er hochfliegen, Hardy. Oh! Oh, Vorsicht, Leute! Vorsicht! Oh, Leute! Oh! Warte! Willst du das Ding nicht lieber landen? Ich weiß nicht wie! Scheiße, was? Ich weiß nicht, wie das geht! Oh, Gott! Ich stehe! Steht wieder. Wer da auch immer drin sitzt, check mal eben kurz aus. Und nachher funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel so ist. Warte. Okay, ich kann ihn auf jeden Fall nicht abschließen. Alles klar, pass auf. Ich benutze jetzt den einen Dietrich. Peter hatte die gleiche Idee. Du kannst damit ausschließlich Fahrzeugschlösser knacken. Ey, Christian, werden dir gerade die Leviten gelesen? Christian sagt gerade Espanol. Christian redet gerade Spanisch. Das ist voll die geile Idee. Oder Portugiesisch. Oder ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, welche Sprache der kann. Der sagt die ganze Zeit nur Espanol. Nice, der hat gerade jemanden angefordert, der Spanisch spricht.
Das ist so geil, ey. Espanol? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott, was hast du jetzt wieder gemacht? Durch den Bug konnte ich mein Auto ja nicht mitnehmen, ne? Jetzt habe ich so lange gewartet, bis da einer stand und die ganze Zeit gehupt hat. Und dann, dann ist der ausgestiegen, um nachzugucken. Ich bin einfach in seine Karre eingestiegen und abgehauen. Ich steig mal aus meinem Auto aus. Wir haben uns dagegen entschieden, weil da so ein hässlicher Hubschrauber ist. Wir können uns jetzt nicht wehren, ne? Ist da ein Polizeihubschrauber? Da ist die Polizei. Da ist rechts. Rechts ist ein Polizeiauto. Anhalten, halt an, das bringt doch nichts. Nachher drücken wir uns voll das fette Dings auf die. Also ich hab ja eh nichts mehr, ich bin ja im Knast gewesen. Aber Gott sei Dank, Hardy, ey, muss man dir echt mal sagen, Respekt, dass du jetzt tatsächlich die Ruhe behalten hast und sagst, das bringt doch nichts. Und Spaß, weil mir Peter jetzt gesagt hat, gib Gummi, hätte er voll hart gehabt. Hätte ich gemacht. Für 0 Euro, weißt du, für einfach so, nicht so schnell fahren, ja, aber es soll erstmal voll durchtreten, abhauen. Ja, aber das Problem ist, nachher drücken jetzt irgendwie wieder 10.000 wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt aufs Auge und dann, ja. Ja, Problem ist aber, wenn die mich jetzt durchsucht hätten, für mich wäre vorbei gewesen. Ich hätte gar nichts mehr gehabt. Ja, aber das wärst ja dann nur du gewesen, ne? Hört ihr das auch schon wieder? Das ist draußen, Bram. Meinst du, ich hab nichts gehört. Oh, Leute, das ist in echt. Ey, ich hab hier vorhin auch draußen. Polizei in echt gehört. Vielleicht ist die Richtung gefahren.